So, es geht bei der Aufgabe darum, das Potenzial aufzustellen. Das Potenzial ist also allgemein Pi, eine Funktion von Phi. Ganz allgemein ist das m mal g mal h plus 1/2 c Delta L Quadrat. Das also die grundsätzlichen Terme. Ja, dazu kann man irgendwo ein Nullniveau festlegen. Zum Beispiel kann ich hier sagen, dass hier die Höhe 0 ist. Dann ist alles, was oben ist, positiv und alles, was unten ist, negativ. Die Höhe kann man natürlich auch an anderen vernünftigen Punkten feststellen. Hier wäre zum Beispiel ein sinnvoller Punkt. Oder hier. Der sinnvollste Punkt sind sicherlich die Lager, weil die ihre Höhe mit Sicherheit nicht ändern. So, die Masse m1 ist also oberhalb m1 mal g. Und diese Strecke hier ist r mal Cosinus Phi, weil der Winkel hier natürlich auch wieder auftaucht. Dass die Scheiben Reibung haben und wenn sich die eine Scheibe um den Winkel Phi dreht, dass sich die nächste auch dreht, ist, glaube ich, schon klar. Wir haben also die eine Scheibe, die sich so rumdreht, dann dreht sich die andere Scheibe so rum, damit geht der Punkt nach unten und die nächste Scheibe dreht sich wieder so rum. Alle um den gleichen Winkel, kein Rutschen zwischen den Teilen. So, dann haben wir also hier die Strecke r mal Cosinus Phi. Das ist die Höhe oberhalb des Lagers, r mal Cosinus Phi, minus, wir gucken uns die Masse m2 an, m2 mal g mal r mal Cosinus Phi, die ist halt unterhalb des Lagers. Jetzt kommt 1/2 c1 mal der Längenänderung zum Quadrat und dann haben wir hier r mal Sinus Phi und hier haben wir auch r mal Sinus Phi. Und deswegen ist die Längenänderung 2r mal Sinus Phi in Klammern zum Quadrat. So, jetzt gucken wir uns die zweite Feder noch an. Das ist 1/2 mal c mal, da haben wir die Längenänderung hier. Das ist jetzt also r mal Sinus Phi. Und da die ungespannte Länge bei Pi Sechstel ist, müssen wir die wieder abziehen. R mal Sinus Pi Sechstel. Ja, Pi Sechstel sind 30 Grad. Der Sinus von 30 Grad ist gerade 1/2. Cosinus von 30 Grad ist Wurzel 3/2. Das sind alles dann bekannte Terme. Ja, kann man das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen, wenn man will, sicherlich. Ja, also da kann man jetzt noch ein bisschen versuchen, die Terme zusammenzufassen, aber viel passiert jetzt nicht mehr. Ich kann also zum Beispiel sagen, das ist m1 minus m2 mal g mal r mal Cosinus Phi. Dann kann ich sagen, habe ich auch hier fehlt das Quadrat. Dann habe ich natürlich dort 4 durch 2, gibt also 2 C1 R² mal Sinus Quadrat Phi. Ja, und den nächsten Term kann man damit noch was machen. Ich glaube, da wird es sicherlich das Sinnvollste sein, den so stehen zu lassen. Zweite binomische Formel wäre eine Möglichkeit, würde ich aber keinen besonderen Vorteil sehen. Also 1/2 mal C2, hier fehlt die 2. Und dann das R kann ich natürlich ausklammern. Dann habe ich r² draußen und dann habe ich Sinus Phi minus 1/2 und das Ganze zum Quadrat. Das hier ist also das Delta L, was wir quadrieren wollen. Das heißt, das r² habe ich schon rausgenommen. Das kann ich also nicht mehr als Delta L bezeichnen. Das kann ich nur vorher machen. Hier in dieser Klammer, da steht noch das Delta L drin. Ja, und dieses Delta L, das ist die Auslenkung in der aktuellen Lage minus der Auslenkung in der ungespannten Lage. Und die Auslenkung in der aktuellen Lage ist eben zweimal diese Strecke hier, r mal Sinus Phi und in der ungespannten Lage zweimal r mal Sinus Pi Drittel. Ja, damit ist das Potenzial da. Und jetzt kann man eben weiter auf Stabilität untersuchen. Dann muss man Pi' gleich 0 setzen. Daraus folgt,
der Winkel Phi für Gleichgewicht, sozusagen die Kandidaten. Und dann kann man Pi2' angucken. Größer 0 wäre stabil und kleiner 0 wäre labil. Gleich 0 wäre keineswegs indifferent, sondern dann muss ich bilden die dritte Ableitung. Wenn die dritte Ableitung dann ungleich 0 ist, dann habe ich auch labil, das ist ein Sattelpunkt. Und wenn die dritte Ableitung gleich 0 ist, dann bilden wir die vierte Ableitung und die wieder größer 0, stabil, kleiner 0, labil. Wann ist das Ding indifferent? Indifferent, wenn alle Ableitungen 0 sind. Ja, wie ändert sich die Sache, wenn ich das Potential unten hinlege? Dann kommt dazu eben plus M1 plus M2 mal G mal R. Und wenn ich es oben hinlege, kommt der entsprechende Term negativ dazu. Das ist jedenfalls eine Konstante. Und diese Konstante ist beim Ableiten weg. Ja, das sinnvollste Nullniveau, also in den Lagern. Wenn ich das Nullniveau unten hinlege, wird das Potential größer. Und zwar um diesen Term hier. Und wenn ich das Potential oben hinlege, das Nullniveau, wird das Potential kleiner, muss ich den Term abziehen. In jedem Fall ist das eine Konstante, die mechanisch irrelevant ist. Ja, ich denke, damit ist die Sache zu Ende.